Moin Leute, der Winter steht kurz vor der Tür und was gibt es da Besseres als Winter Games 2023 mal anzuzocken? Das Game ist relativ frisch draußen. Wie der Name schon sagt, geht's heute in den Schnee. Ich mache mal einen Cup. Oh, Spieleauswahl. Falls ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr das mal vielleicht mit Zombie und Maudado zocken soll. Weil hier sieht man auch 2, 3, 4, da können ein paar mehr Leute mit daddeln. Oh, guck mal, Skispringen, Super-G, Skicross. Schwierigkeitsgrad, wir starten mal mit leicht. Man muss sich auch irgendwie steigern können. Da, oh, ich habe schon wieder so Bock auf Skifahren, Alter. Oh, wir spielen gegen Großbritannien, Tschechien und Frankreich. So. Oh. Ja, Startposition einnehmen, die hinteren Schultertasten drücken. Ready. Ah ja, ich bin bereit. Go! Ah, ich muss ganz schnell. Was denn das jetzt? Ey, oh Gott, ich bin gestolpert. Was ist denn los? Ah, das muss ich da in dem A, B. Ich werde überrundet. Oh Gott, Alter, das wird so geil, das mit Zombie und Mordado zu spielen. Weil einfach, ich werde so schlecht sein. Aber das Gute ist, die werden auch so schlecht sein. Vorsicht! Hallo, lass mich doch durch! Ich muss doch fahren! Es tut mir leid, dass ich hier so laut werden muss. Ah ja, und dann muss man A, B. Ja, jetzt bin ich im Ziel. Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da, guck mal, da starten wir. Das sah gut aus. Start war ich... Ja, gut. Ja, und dann bin ich direkt gestürzt. Oh, Alter. Man stürzt hier aber auch echt brutal. Ja, wir waren 12 Sekunden schlechter. Okay, jetzt gibt es aber Skeleton. Kann man einer sagen, warum das Skeleton heißt? Skeleton. Guck mal da, in so einer schönen Schneelandschaft. Ich glaube, da sind wir Deutschen eigentlich auch richtig gut. So, Geschwindigkeit aufnehmen, wiederholt drücken. Und dann muss ich aufspringen. Ach so, ach, das geht auch noch weiter. Lenken. Starkes Lenken. Gerät der Schlitten in die Kurven. So kommt es zum Sturz. Das klingt doch eigentlich einfach. Dann lass uns mal ready loslegen. Am Zug. Ja, mach dich mal schön ready logger. Mal die bereit. Oh, Alter, was ist das für ein Helm? Out of the friggin' future. Und 3, 2, 1. Au! Oh, das ist gut. Und jetzt rauf. Hopp. Gut. So, jetzt sind wir schon mal da. Wir sind bereit. Oh, hiermit kann ich lenken, ja. Zack, wir sind gut im Eistunnel. Schön immer auf dieser roten Linie bleiben. Wie schnell? Oh, 57 km/h. Ich war mal bei der VOG-WM, Leute. Oh ja, bisschen weiter außen, bisschen weiter außen. Wir müssen ja auf der Ideallinie bleiben. Aha, bisschen zu innen, zu weit innen. Oh ja, die Kurve ist gut. Die liegt uns. Da sind so, glaube ich, wer ist denn damals gefahren? LeFloid, ich glaube auch Julian Bam. Da bin ich mit Smurf hingefahren. Einige können sich da vielleicht noch dran erinnern. Ist aber auch schon, ey, das ist unfassbar viele Jahre her. Da haben wir uns so ein richtig geiles, ich glaube, 6-Bettzimmer geteilt. Oh, ich wüsste zu gern. Was? Wir sind 15 Sekunden besser als alle anderen? Ah, es gibt 2 Läufe. Aber war ich wirklich so eine Maschine gerade? Doch. Alter, ich habe die ja richtig zerfetzt. Junge, kein Ding. Jetzt mache ich noch besser. Ah! Und rauf. Ja, ein bisschen diesmal den Start, glaube ich. Der war diesmal nicht so gut. Aber ich glaube, dass wir jetzt besser mit den roten Dingern umgehen können. Dass wir da versuchen, mehr in die Geschwindigkeit reinzukommen. Ja... Oh ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Zack. Da merkt man aber... Was? Ich bin langsamer als vorher? Okay, wahrscheinlich wegen dem Start. Weil ich war eigentlich der Meinung, dass ich dieses Mal hier besser dran bin. Ja, eine Sekunde langsamer. Das zieht sich wahrscheinlich dann aber auch durch den gesamten Run. Wenn du da erstmal ein paar... Oh, Alter, wir werden... Krass, wir sind über 100... Stellt euch mal vor, über 100 Stundenkilometer. So. Nochmal 15 Sekunden besser als die ganzen anderen. Ja, ja, guck mal. Also das lag uns. Und wieder die geile Musik, ey.
Also, deutlich. Beim Schlittschuhlaufen, Alter, richtig verkackt. Und jetzt hier einfach Gott. Erstes Gold. Perfekt. Skispringen. Oh, welcome to Ski Springen. Anleitung. Windrichtung und Stärke bestimmen. Dann Gleichgewicht halten. Absprung. Okay, man muss relativ spät bei dem grünen Bereich. Dann halten und Landung. Wann weiß ich denn, wann ich lande? Ah, da, bei dem grünen. Okay, okay. Klingt doch eigentlich einfach, oder? Am Zug, Deutschland. Alter, da bin ich. Adler wollen fliegen. Adler wollen fliegen. Okay, so. Ja. Nee. Bin ich jetzt schon zu spät? Ich warte noch. Jetzt. Das ist gut. So. Oh, Alter. Jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Naja. Und Sprung. Sehr gut. Mittig. Oh. Den Telemark gesetzt. Und die Konkurrenz schlafen geschickt. Als hätte ich die ausgenockt. Aber mit dem Sprung, ich glaube, der war richtig gut. Jetzt mal ehrlich. Guck mal, wie ich in der Luft stehe. Telemark gesetzt. Martin Schmidt und Sven Hannawald wären einfach sowas von stolz auf mich. Ist aktuell beim Skispringen ist Geiger. Der ist, glaube ich, so aktuell der krasseste Deutsche. Ja, Gesamt 123. Da steht die 1. Okay, ich bin einfach mal knapp 50 Meter weiter gesprungen als alle anderen. Ach, guck mal, der eine ist 110 Meter gesprungen, aber die hatten alle crappy Haltungsnoten. Gut, Anleitung brauche ich nicht. Alter, das will ich auf jeden Fall mit Zombie und Maudado spielen. Wie gesagt, falls ihr da Lust drauf habt, schallert gerne den Like rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Oh, das war, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, noch mal... Na! Da hätte ich auch sogar noch mal länger durchziehen können. Weil ich glaube, vom Absprung war ich diesmal vom Timing her noch besser. Dabei, ich bin später gesprungen. Und da fliege ich. Oh, ja, aber Haltungsnoten waren diesmal schlechter. Aber gut. Ja. Ja, die hatten gar keine Chance. Junge, absolut GG. Und damit sichern wir uns fürs Erste Platz 1. Sehr gut. Oh, jetzt gibt's den Super-G. Das ist, glaube ich, auch die Königsdisziplin im Skifahren. Also ich glaube, da kriegst du ja so ein Speed. Okay, wiederholt drücken. Zack, 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 zack. Dann lenken, starkes Lenken. Tore müssen durchfahren werden. Bergabgeschwindigkeit. Ah, mit RT. Okay. Das sollte ich doch schaffen. Am Zug Deutschland. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Joan. Du weißt, wer gemeint ist. Ich hoffe, du ziehst dir das Video hier rein. Ist nämlich auch ein sehr, sehr guter Skifahrer. So, gedrückt halten. Und go, 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 komm, Junge, komm, zieh! So, jetzt. Und ich gehe... Oh, ich muss hier nach links. Rechts. Ja, links und rechts. Was ist ja fast das Gleiche. Ja, alles gut. Ich habe das Tor durchfahren. Oh, Alter. Das ist gar nicht so leicht. Ich fahre gerade so wie im Real Life. Wie auf Eierschalen. Sag mal, du musst auch mal richtig in die Kurve gehen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil ich komme hier nicht richtig in so einen Rhythmus rein. So, jetzt ist gut. Ja, wartet. Hier, links, rechts rein. Ja, jetzt sammeln wir die Geschwindigkeit. Jetzt geht's ab. Zack. Oh, was? Warum denn plus 3 Sekunden? Nein! Nichts passiert. Alles gut. Da waren wir nur ein bisschen zu ungestüm. Zack. Also, wenn wir da hier irgendwas holen, was glänzt, und damit meine ich eine Medaille. Aua! Nein! Aua, alles gut. Alter, der Junge, der wird jedes Mal, kriegt er einen Schlag ins Gesicht. Ich finde dieses ganze Skifahren, also diese professionellen Skifahrer, so krass. Weil das sind ja total vereiste Strecken. 97, schaffen wir nochmal die 100 km/h? Jawohl. Ja, aber das war richtig schlecht, oder? Wir sind Erster. Junge, wie konnte ich denn am Anfang diese Schlittschuhlaufen so verkacken? Jetzt gibt's nochmal Skicross. Oh, das sieht aber interessant. Was ist denn? Ach so, das ist so mit Tricks? Nee. Fahre ich gegen die anderen direkt? Ah ja, wir fahren alle gegeneinander.
das ist ja geil. Ich habe mir die Anleitung nicht angeguckt. Ja. Ah. Okay. A. Ah. Hopp. Achso, ich muss hier bei den Sprüngen. Ja, wie. Oh Gott, ich bin gestolpert. Mein Typ hat ein Bein verloren. Okay, alles easy. Jetzt rein. Ich verstehe das mit den Sprüngen nicht, aber ist auch egal. Ah, jetzt. Hier gehe ich in die. Muss ich da zweimal drücken? Oh, da bin ich aber gut an dem vorbeigezogen. Wir sind gut drauf jetzt. Mann, dass du wegkommst. Ah, sag mal. Ja, aber ich habe den noch umgeschubst. Na toll. Na toll. Jetzt sind die. Aber ich und Frankreich. Weil ich Frankreich weggefetzt habe. Okay, alles gut, Leute. Alles gut. Ja, war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber die anderen beiden kommen nicht mehr ran. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Lauf, woran ich nicht glaube. Aber immerhin Bronzemedaille. Bumm. Zack, Alter, was für ein Hüftschwung. Weltklasse-Skifahrer. Einfach nur. Da, zack. Ja, da bin ich. Das war, glaube ich, ich gerade, der da gestolpert ist. Dann sieht man aber. Oh ja. Zack, wo ich in den einen reinfahre. Ja, da fetze ich den einen weg. Frankreich, Alter, ist schon peinlich. Und damit mache ich den Gesamtsieg klar, weil ich Frankreich weggefetzt habe. Weil hätten die gewonnen, hätten die nämlich jetzt die 10 Punkte. Jawohl. Die Siegerehrung. Wird auch die deutsche National. Oh, Alter, guck mal, er macht richtig. Endlich. Deutschland, Alter. Bam. Macht er die Muzzle Pose. So, und was kriege ich jetzt dafür? Schalte ich irgendwas Neues frei? Nee. Das war jetzt der Semi-Pro-Cup. Es gibt. Oh, Biathlon, Curling, Zweierbob. Oh, Alter, was gibt's denn hier noch? Alpin. Ah, man kann auch Benutzer definiert, wo man selber die Dinger hinzufügt. Ja, geil. Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Winter Games. Also, ich hätte auf jeden Fall mal Bock, mit den anderen das zu daddeln. Falls ihr ebenfalls Bock drauf habt, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier sind jetzt noch weitere Videos, schaut gerne vorbei. Schaut auch auf jeden Fall mal bei paluten.shop vorbei. Falls ihr noch nicht gemacht habt, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.